Hallo, hier ist Oliver von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Die meisten unserer Segmente beziehen sich auf mehr oder minder aktuelle Nachrichten und können nach einer Weile getrost vergessen werden. Wir finden aber, dass einige Beiträge auch jenseits der Nachrichtenlage noch interessant sind. Darum haben wir beschlossen, solche Segmente nach Themen sortiert zu Übersichtsfolgen neu zusammenzuschneiden. Religiöse Leute behaupten oft, dass das Eintreffen von Prophezeiungen, also Vorhersagen von Tatsachen, die im Voraus nur eine Gottheit kennen kann, die Wahrheit ihrer jeweiligen Religion beweist. Diese Übersichtsfolge enthält zwei Segmente zum Thema Prophezeiung. Zuerst beschäftigen wir uns mit dem in religiösen Kreisen heftig befeierten, in Anführungsstrichen Beweis, für die Korrektheit des Christentums vom Kreationisten Papst Werner Gitt und zerlegen ihn ohne jede Mühe in traurige Bröckchen. Dann schauen wir uns die in Kreationisten und Verschwörungsgruppen immer wieder geheimnisvoll geraunte Prophezeiung zum angeblichen Bargeldverbot genauer an, klopfen sie auf ihre historischen Hintergründe ab und wundern uns darüber, dass so viele Leute so einen Unsinn wirklich ernst nehmen. Ich muss zugeben, dass mir die Vorbereitung dieser Beiträge besonderen Spaß gemacht hat. Die Segmente stammen aus den Folgen 01 und 03 2017. Im ersten Segment ist die Tonqualität nicht so gut, das tut mir leid. Also los geht's. MGen Übersichtsfolge 02. Prophezeiung. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen zum nächsten Thema und zwar, die Neuigkeit wird euch alle freuen, so wie auch uns. Es ist endlich bewiesen, hieb- und stichfest, dass das Christentum stimmt. Olli ist der Experte. Ja, und zwar gibt es in den deutschen, den bekannten deutschen Kreationisten Werner Gitt, und der hat sich aufgemacht, zu beweisen vor ein paar Jahren schon, dass das Christentum stimmt. Und dazu hat er einen, fangen wir mal anders an. Werner Gitt ist also einer von den wenigen Kreationisten, die eine wissenschaftliche Ausbildung haben. Der war vor seiner Pensionierung Ingenieur und ich glaube Fachbereichsleiter bei der Physikalischen Technischen Bundesanstalt. Und der gilt als Posterboy bei den Fundamentalisten, weil er als Beweis dastehen soll für die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Schöpfungslehre. Ja. Also Ingenieur war der. Ne? Da wundert man sich ja schon. Und was der gemacht hat, um zu beweisen, dass das Christentum stimmt, hat er sich ganz genau die Bibel angeguckt und die Prophezeiungen darin gezählt und ist auf 3268 erfüllte, in Anführungsstrichen historisch belegbare Prophezeiungen gekommen. Was er jetzt macht, für jede dieser einzelnen dieser Prophezeiungen setzt er eine Wahrscheinlichkeit an, dass die auch ohne das Eingreifen eines Gottes zustande gekommen wäre. Diese Wahrscheinlichkeit setzt er auf 0,5, was ist relativ großzügig. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sämtliche Voraussagen ohne das Eingreifen eines Gottes erfüllt wären, liegen dann, sagt er, bei 1,7 mal 10 hoch minus 984. Also 0,5 heißt 50-50 Chance. Genau. Und jetzt multipliziert er die irgendwie und kommt dann halt auf 1,7 mal 10 hoch minus 984. Und das ist verdammt unwahrscheinlich. Das ist einfach Stochastik, wie jeder im ersten Semester lernt. Ganz genau. Und aus dieser Unwahrscheinlichkeit schließt Werner Gitt, das göttliche Wesen muss eingegriffen haben. Von alleine hätte das nicht passieren können. Und weil hier nicht irgendwelche Prophezeiungen erfüllt werden, sondern die christlichen Prophezeiungen erfüllt werden, folgt ganz eindeutig, dass der Bibelgott Jahwe hier aktiv gewesen ist und das Christentum stimmt. Das war toll. Ne? Also ich bin überzeugt. Mich hat er. Ich hab mir diesen Artikel mal näher angeguckt. Werner Gitt gibt 14 Beispiele für in seinen Augen besonders gelungene, erfüllte Prophezeiungen. Und ich gehe mal davon aus, dass er Beispiele für die, also er gibt 14 Beispiele und ich gehe davon aus, dass er Beispiele für besonders gelungene Prophezeiungen gibt, um seinen Argumenten Futter zu geben und nicht die dümmsten Beispiele, die er finden konnte, auswählen. Ja, okay. Macht Sinn. Das ist aber eine Annahme. Da kann ich mal drauf eingehen. Aber bevor ich mir die jetzt angucke, oder bevor wir uns die jetzt angucken, müssen wir erstmal klären, es lohnt sich ja immer zu erklären, was ist denn eigentlich, was sind denn eigentlich die verwendeten Begriffe, was ist denn eigentlich eine Prophezeiung? Und da habe ich mir überlegt,
damit eine Aussage oder eine Behauptung als gültige Prophezeiung gewertet werden kann, muss die eine Reihe von Kriterien erfüllen. Zuerst muss die Aussage muss zutreffend sein. Die Aussage muss vor dem betreffenden Ereignis gemacht werden. Wenn ich sage, gestern hatte ich üble Kopfschmerzen, ist das keine Prophezeiung. Ja, sehr gut. Das Ereignis muss außergewöhnlich sein, wenn ich sage, morgen früh wird die Sonne aufgehen, ist das keine Prophezeiung. Ja, okay, macht Sinn. Die Aussage muss exakt sein, wenn ich sage, du wirst einen hochgewachsenen Fremden treffen, ja, ist das keine Prophezeiung. Ja, richtig. Die Prophezeiung darf das Ereignis nicht selber auslösen. Ah. Kellner, ich prophezeie eine Pizza. Das ist kein Wunder. Ja, aber das muss man ja, vorher sagen. Ja. Viele Leute operieren mit merkwürdigen Begriffen. Und was ganz wichtig ist, ist, damit ich beurteilen kann, ob eine Aussage oder eine Prophezeiung jetzt eintrifft, muss die Erfüllung beobachtbar sein. Ja, stimmt. Wenn ich also nicht beurteilen kann, ob das prophezeite Ereignis eintrifft oder nicht, dann bleibt die Aussage eine bloße Behauptung. Ja, ja, ja. Gut. Was sind jetzt die Beispiele von Werner Gitt, die er als historisch belegbare erfüllte Prophezeiung anguckt? Zum ersten Mal geht er auf die Jesus-Prophezeiungen ein. Da hat er eine lange Liste, die erzählt er auf. Prophezeiung über das Auftreten Jesu, das Jesu-Geburtsort, seine Abstammungslinie, seine göttlich und gleichzeitig menschliche Natur, Details seines Wirkens, der Grund seiner Sendung ist prophezeit, der Verrat gegen 30 Silberlinge ist prophezeit, ist eine lange Liste. Interessant ist hier, dass Werner Gitt die Prophezeiung der Jungfrauengeburt auslässt. Möglicherweise ist ihm das dann doch zu doof. Weil die Jungfrauengeburt, das wissen wir ja, eigentlich nur ein Übersetzungsfehler ist. Aber warte mal, die Leute, verstehe ich das richtig? Der sagt, okay, die Bibel prophezeit, da und da wird Jesus geboren und ein Kapitel später schreibt die Bibel, ach, Jesus wurde geboren und das ist dann eine eingetroffene Prophezeiung? Genau. okay, verstehe. Das ist nicht nur eine eingetroffene Prophezeiung, sondern das ist dann wahrscheinlich schon ein gutes Drittel von seinen Sachen. Und das hat natürlich ähnlich viel Beweiskraft, wie wenn im ersten Buch von Harry Potter eine Prophezeiung gemacht wird, die dann im zweiten Buch von Harry Potter erfüllt wird. Ja, genau. Oh, das ist ja okay. Also das ist was ich schon öfter gehört habe. Die kommen nicht auf die Idee, dass die Autoren der vier in die Bibel aufgenommenen Evangelien sich die Geschichte natürlich ganz bewusst so zurechtgebogen haben, dass ihre Jesusfigur als Erfüller dieser alttestamentarischen Prophezeiungen dasteht, die natürlich kannten. Ja, also die Autoren haben es halt konstruiert. Ja, natürlich. Und so lässt sich auch, also schon, ich bin ja nur Laie, ich kenne mich wirklich nicht viel aus mit der Bibel, aber die ganzen etwas absonderlich erscheinenden Geschichten lassen sich so erklären. Es gibt eine Weissagung in Micha 5 über den Geburtsort des zukünftigen Messias der Juden und deshalb wird die Geburt des Jesus von Nazareth mit Hilfe einer an den Haaren herbeigezogenen Volkszählungsgeschichte nach Bethlehem verlegt. Da wird dann ein von Herodes ein Kindsmord, ein Massaker an Kleinkindern ausgeführt, was auch vage vorhergesagt ist in Jeremia. Kein Chronist hat da je was von mitgekriegt, dass es dieses Massaker an Kleinkindern gab. Und sogar später ist sogar Jesus selbst, schickt seine Jünger los, damit die einen Esel besorgen können, damit er wie geweissagt auf dem Tier in die Stadt reiten kann. Und ich glaube, da sagen die Jünger sogar, aber was ist denn, wenn der Mann uns keinen Esel geben will? Dann sagt er, doch, das ist prophezeit, der muss das machen. Sagt ihm, der muss das machen. Auch ein sehr pragmatischer Zugang. Aber wenn der eine wissenschaftliche Ausbildung hat, kommt er nicht auf die Idee, dass man auch mal außerhalb des Buches gucken muss? Wissenschaftliche Ausbildung schützt ja vor Glauben nicht, ne? Also, ihr habt es schon gesagt, diese Jesus-Prophezeiung, die erfüllbare Erfüllung von sogenannten Prophezeiungen, ist nicht beobachtbar, wenn die bloß behauptet wird in einem Text. Und dann auch noch in demselben Text. Ja, also in einem anderen Text. Wie gesagt, das ist das Harry-Potter-Phänomen. Das können wir nicht werten als gültige Prophezeiung. Nee. Gut, das waren Jesus-Prophezeiungen. Dann geht er auf historische Prophezeiungen ein. Das sind Sachen aus dem Alten Testament. Da hatte er vier Sachen rausgesucht. Werner Gitt schreibt, von einigen mächtigen Völkern, zum Beispiel Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, der damaligen Zeit wird vorausgesagt, dass sie untergehen werden. 2 Mose 23. Ja. Überzeugt? Ja. Also es gibt in dem Bibeltext, ich habe mir den mal angeguckt, es lohnt sich ja immer zu gucken, ob das da wirklich steht, der erwähnt sogar noch weitere mächtige Völker,
die hat Werner Gittern weggelassen. Und zwar sind das die Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Und Martina, hast du schon mal von den mächtigen Jebusitern gehört? Jebusiter kenne ich nicht. Und Till, die Hiviter? Einige deiner besten Freunde sind ja. Hiviter. Ja. Also ich habe nach in Wikipedia nachgeguckt und da steht über die Jebusiter, die Wissenschaft weiß weder durch archäologische noch durch außerbiblische Zeugnisse Näheres über dieses Volk. Aha. Bei den Hivitern schreibt jemand, da fragt jemand auf der Diskussionsseite der Wikipedia, gibt es historische Belege außerhalb der Bibel für die Existenz dieses Volkes? Und diese Frage ist unbeantwortet seit 9 Jahren. Vielleicht Rechtschreibfehler. Also der Herr Gitt sagt, seht ihr, die Völker gibt es nicht, also müssen sie ausgestorben sein. Und die Wissenschaft sagt, ja, die gibt es nicht, ja, weil es die nie gab. Also diese erwähnt er noch nicht mal. Die lässt er halt raus. Also diese Perisiter, Hiviter und Jebusiter, die übersieht er einfach, dass die da drin stehen, weil das nämlich dann ganz offensichtlich wird. Die Übersieter. Das ist nicht dabei. Die Übersieter? Das ist nicht dabei. Also es wird offensichtlich, im besten Fall sind das irgendwie Nachbardörfler der Israeliten damals und im schlechtesten Fall sind es bloße Erfindungen zum Auspolz seines eigenen Heldenmythos. Wie gesagt, den Teil des Bibelverses lässt Werner Gitt weg. Für die Existenz von Hethitern, Amoritern und Kanaanitern gibt es allerdings Belege, die habe ich nachgeschaut. Die Amoriter waren ein semitischer Stamm am Euphrat des 3. und 2. Jahrtausends. Das hethitische Königreich in Zentralanatolien ist im 12. Jahrhundert untergegangen. Danach gab es noch ein paar Kleinkönigreiche, die dann irgendwann von den Assyrern erobert wurden. Und die kanaanitischen Stadtstaaten in Palästina des 13. Jahrhunderts wurden im Laufe der Zeit nach und nach von ihren Nachbarn erobert und die Bewohner wurden dann eingemeindet. Das heißt, die großartige Prophezeiung ist halt, dass kleinere Staaten im Laufe der Jahrhunderte erobert worden sind oder untergegangen sind oder dass die betreffenden Stämme mit anderen verschmolzen sind. Ich stelle sich die Frage, ist das wirklich außergewöhnlich als Aussage, um ein göttliches Eingreifen zu rechtfertigen? Und, was wahrscheinlich wichtiger ist, woher sollen wir wissen, dass diese Voraussagen wirklich vor, in Anführungsstrichen, dem Untergang der betreffenden mächtigen Völker gemacht worden sind? Die Bücher Mose haben die Form, die sie jetzt haben, die wir kennen, erst im 6. und 5. Jahrhundert vor der Zeitrechnung gekriegt. Also gut 500 Jahre nachdem das da passiert ist, was angeblich prophezeit wurde. Falsche Reihenfolge leider dann, ne? Für unsere Falsche Kriterien. Reihenfolge. Es gibt ja auch eine schöne Stelle, ich glaube im Buch Könige, im 2. Buch Könige, da wird beschrieben, wie ein Arbeiter im Tempel findet also eine Schriftrolle und rennt damit zum Hohepriester und der sagt, oh mein Gott, vielleicht ist das das Wort Gottes und der rennt dann zum Schreiber und der Schreiber rennt dann zum König und dann rennen sie alle zusammen zur Prophetin Hulda und die sagt, ja, das ist wirklich das Wort Gottes und dann legen sie das zu den bereits vorhandenen 4 Gesetzbüchern und das ist dann halt das 5. Buch Mose, Levitikus. Das haben wir halt, die schreiben also selbst in der Bibel auf, wie sie das zufällig gefunden haben und dann zu den anderen gelegt. Dem haben wir jetzt, also ich, Levitikus, ist das, dem haben wir Hunderttausende von Todesopfern durch die Geschichte zu verdanken, weil die Leute meinen, das müssten sie so machen, was der Gott da sagt. Und das haben sie halt nachträglich gefunden und dazugelegt. Und so ist das mit den anderen Sachen auch. Ja, klar. Also ist das ein eindeutiges Werk Gottes? Kann das nicht sein, dass die Priester der Israeliten mit diesen nachträglichen Untergangsfantasien, also der Gott hat die alle getötet, die Reiche, der Gott hat die alle zum Untergang gemacht, dass sie da nicht vielleicht ihre eigene Heldensage etwas ausschmücken wollten. Mhm. Von den anderen Stämmen haben wir noch nie was gehört, außerhalb der Prophezeiungen selbst. Und ich glaube, der Satz, wenn wir einen Satz machen, und Gott sprach damals, die werden vernichtet werden und ihr werdet nie wieder von ihnen hören, ist das ja auch kein Beweis für eine gültige Prophezeiung. Ja, und ich frage mich, wenn man das schon so mathematisch angeht, ne, und das so ausrechnet, muss man dann nicht auch eigentlich alle Prophezeiungen zählen, die nicht eingetreten sind und die irgendwie... Ja, macht er. Macht er. Sagt er, gibt es exakt null. Ach so. Ah. Kann ich gleich noch was zu sagen? Sagt er, es ist exakt null. okay, das waren die ersten 2 historischen. Es gibt noch 2 weitere. Die ist auch ganz toll. Nee, das war jetzt die erste. Die ist aber ganz toll. Da steht, Werner Gitt schreibt, und von anderen Völkern heißt es ebenso klar,
dass sie bis zum Ende der Tage existieren werden. Doppelpunkt. Israel, Ägypten. Ja. Und? Aber die, ich meine, bis zum Ende der Tage, wann ist denn dann diese Prophezeiung eingetroffen? Erst wenn das Ende der Tage erreicht ist, das, streng genommen. Das wird erst für uns beobachtbar, wenn das Ende der Tage vorbei ist. Ja. Klar. Also müssen wir leider auch streichen, Werner. Ja. Sorry. Dann wird es sehr merkwürdig. Dann schreibt Werner, geht dass die Aufeinanderfolge der Weltreiche, der Babylonier, Perser, Alexander des Großen und der Römer werden im Voraus und in ihrer Art und ihrem Ende in Daniel 2 beschrieben. Die Prophetie geschah zu einer Zeit, als das babylonische Reich Nebukadnezar den Höhepunkt seiner Macht erreicht hatte. Also, die Bibel beschreibt hier ganz präzise und im Voraus das Aufeinanderfolgen und den anschließenden Untergang von vier ganz genau bezeichneten Weltreichen. Das ist beeindruckend, oder? Ja, das ist super. Das Problem ist nur, er steht da nicht. stattdessen wird da so eine Szene geschildert, in dem der Prophet Daniel, der selbsternannte Prophet Daniel, dem deutet dem König einen Traum, dem babylonischen König. Und der König träumt von einer Statue, von einem Standbild. Das ist aus Gold, das ist aus Silbern, aus Eisen und aus Ton zusammengebaut. Und das wird von einem Stein getroffen und sinkt dann zusammen, bricht dann in sich zusammen. Mhm. Und jetzt sagt Daniel, ja, pass auf, was du da geträumt hast, ist, du hast, das bedeutet, dass es vier Reiche geben wird, die aufeinander folgen. Das erste, das ist dein Königreich, das ist aus Gold. Dass das nach dir kommt, ist aus Silber. Das dritte ist aus Eisen und das vierte ist aus Ton. Mhm. Punkt. Okay, sehr präzise, genau. Diese Prophezeiung erfüllt auch den Zweck in der Geschichte. Der König ist also beeindruckt. Seid ihr auch beeindruckt? Ja, sehr. Sehr. Das ist so wunderschön. Das Silberne. So wunderschön. Also, dass die Identifizierung dieser vier goldenen Reiche, silbernen Reiche, eisernen Reiche und tönernen Reiche mit Alexanders Feldzügen oder dem Römerreich ist völlig willkürlich. Ja. Völlig willkürlich. Das gibt es also gar nichts her. Und hier weiß ich nicht mehr, ob Werner Gitt noch in guten Glauben schreibt oder ob er bewusst lügt. Ja. Das bleibt also so dumm, das bleibt, wird unklar. Hm. Ach so, und da steht übrigens auch noch an derselben Stelle in der Bibel, dass noch vor dem Untergang des Vierten Reiches, also laut Gitt des Römischen Reiches, das ewige Reich Gottes auf der Erde errichtet werden wird. Da steht, aber zur Zeit solcher Königreiche wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Oh. Hm. Und ich muss sagen, dieses Gottesreich auf Erden muss ich bis jetzt irgendwie übersehen haben. Oh, frag mal Don Gamillo. Der Don Gamillo hat es gefunden. Und Gitt schreibt hier jetzt auch, dass noch nie eine biblische Weissagung durch historische oder wissenschaftliche Tatsachen widerlegt worden ist. Und das weiß man jetzt wieder nicht. Ist das Ignoranz oder eine weitere Lüge? Zum Schluss noch sagt er, die in Hesekiel 26, 3 bis 21 vorausgesagten 6 Gerichte haben sich über die Jahrhunderte präzise erfüllt. Und die 6 Gerichte sind jetzt nicht Linsensuppe, Ärztensuppe, Bohnensuppe, sondern da bezieht er sich auf, das wird auch immer wieder hervorgekramt, auf die altbekannte Prophezeiung zum Untergang der Stadt Tyros im Libanon. Und da steht, siehe, ich will über Tyros kommen lassen, Nebukadnezar, den König zu Babel. Er wird mit Sturmböcken deine Mauern zerstoßen und deine Türme mit seinen Werkzeugen umreißen. Und dann steht da noch, ich will einen kahlen Felsen machen aus dir. Du sollst ein Ort werden, wo man die Fischernetze aufspannt und du sollst nicht wieder aufgebaut werden. Oh. Da steht also ganz präzise und exakt, wer die Stadt zerstören soll, nämlich Nebukadnezar, der König von Babel. Da gibt es ja Chroniken, vielleicht kann man da gucken, wie er die zerstört hat. Und es stellt sich raus, dass Nebukadnezar Tyros zwar belagert hat, aber nicht zerstört und schon gar nichts mit einem kahlen Felsen gemacht hat, sondern die Bewohner haben sich nach einer langen Belagerung im Jahr 568 vor der Zeitwende ergeben und dann die babylonische Herrschaft akzeptiert. Nun könnte man spekulieren, da die Babylonier in der Regel erfolgreich waren mit solchen Aktionen und die Städte dann wirklich teilweise den Boden gleich gemacht haben, dass während dieser sehr langen Belagerung jemand mal dachte, er schreibt was auf, das wird schon eintreffen. und nicht damit gerechnet hat, dass sie mit dem Verhandlungsfrieden ausmachen. Aber das ist Spekulation. Aber es ist ja trotzdem sehr beeindruckt, dass Tyros jetzt ein
kahler Felsen ist, der nie wieder aufgebaut worden ist. Kannst du mal Google Maps aufmachen? Ja, warte mal. Gib doch mal. Ja. Gib doch Tyros Libanon ein. Der Gerät denkt. Der Gerät denkt sehr langsam. Ja, der. Wie schreibt man denn Tyros? T-Y-R-O-S. Tyros. Libanon. So, hier baut sich. Ach, guck mal, das sieht schön. Aber kahl aus. Straßen. Ich mach mal Satellitenansicht. Ja, mach mal Satellitenansicht. Wo geht denn das nochmal? Da. Ah. Ja. Steht noch was. Also, das sieht alt aus. Tyros in Libanon ist eine Stadt mit ungefähr 100.000 Einwohnern. Sieht ganz cool aus. Die Behauptung, dass das untergegangen ist auf die betreffende Art und nie wieder aufgebaut wurde, ist also offensichtlich unzutreffend. Wenn er jetzt behauptet, es hat noch nie eine biblische Weissagung durch historische und wissenschaftliche, noch nie sei eine biblische Weissagung durch historische und wissenschaftliche Tatsachen widerlegt worden, das wird immer absurder. Ja, aber wirklich, völlig. Also was ich jetzt das Argument gehört habe, ist, wenn man sich das auf Google Maps anguckt, dann stellt man fest, dass die einen archäologischen Park haben da ja. Im Südosten und die sagen, ja. Sagen die Christen, dass dieser archäologische Park ist nie wieder aufgebaut worden und da könnten auch wirklich Fischer hingehen und die könnten doch da ihre Fischernetze aufspannen und dann wäre es nämlich erfüllt. Ja. Das Argument ist natürlich komplett erfunden. Ich meine, wenn man so argumentiert, wäre Rom auch zerstört und nie wieder aufgebaut worden. Und sämtliche Städte, die einen archäologischen Park haben, wären zerstört und nie wieder aufgebaut worden. Es ist also offensichtlich unsinnig. Verrückt. Ja, jetzt bin ich eigentlich schon am Ende. Der hat jetzt also 14, in seinem Artikel 14 Beispiele für seines Erachtens eingetroffene Prophezeiungen durchgesprochen, die er für besonders überzeugend hält, nehme ich an. Und wenn man die sich anguckt, dann, das ist fast schon absurd einfach. Keine einzige hält also auch nur eine Betrachtung von einer Minute statt. Die brechen sofort in sich zusammen. Und die Wahrscheinlichkeit, denke ich, dass für diese Leistung das Eingreifen eines Gottes notwendig war, dürfte bei ungefähr null liegen. Tja, aber wirklich. Damit ist Werner Gitz hochgejubelter und in Kreationistenkreisen als letztendlicher Beweis gefeierter Versuch, das Christentum zu beweisen. Also durch eine halbe Stunde Literaturstudium. Ja. In verpufft zunichte nichts. Gemacht. Ich wollte gerade sagen, das kann doch nur von Leuten gefeiert werden, die einfach nur die Überschrift lesen und gar nichts sonst. Weil wenn man das, also es fällt ja einfach einen in den Fingern auseinander. Ja, und die dran glauben wollen, ne? Weil es eine schöne Geschichte ist. Aber wenn man das liest und, mir leuchtet das immer nicht ein, wie die Leute sowas glauben können, was offensichtlich so zusammengeschustert ist. Wenn man nur eine weitere Quelle dazu nimmt, fällt es schon auseinander. Da kann man doch nur dran glauben, wenn man wirklich nur die Überschrift liest. Und noch nicht. Ja, es ist ganz vieles Greifen nach Strohhalmen. Ne? Ja. Und auch dieses, das, was es auch immer ist, ist das Autoritätsargument. Einstein war auch schon Christ, der hat an Jesus geglaubt, deshalb wird das schon stimmen. Ja. Dass es in dem Fall natürlich auch noch eine Lüge ist, na gut. Aber wie gesagt, ich glaube, die sagen dann, ja, der Werner Gitt hat das bewiesen und der Werner Gitt ist ja Wissenschaftler, ne? Also muss das stimmen. Ja, genau, dann liest man halt auch nicht weiter. Ne? Ja. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar der jetzt echt wirklich bald kommende Weltuntergang. In unserer ersten Folge hatten wir schon einmal berichtet, dass er nicht kommt. Jetzt aber schon. Und warum? Es geht heute um das Bargeldverbot. Ja, eins ist nämlich sicher. Das Bargeldverbot kommt. Wir leben in der Endzeit und die Welt geht bald unter. Oh nein. Das habt ihr bestimmt auch schon gehört. Die da oben wollen uns das Geld wegnehmen. Nein. Diesmal ist es ganz echt so, diesmal ist kein Scherz mehr, beim nächsten Mal ist es dann ganz sicher und das Mal danach überhaupt kein Zweifel mehr. Oh oh. Ich habe mir das mal angeguckt, es gibt wirklich regelmäßig und in Wellen in bestimmten Kreisen das Gerücht, dass Personengruppen das Bargeld für die bieten wollen. Und die sagen, in Indien und in Schweden haben die das schon gemacht und das nächste ist dann bei uns. Also es geht wirklich um das Verbot von Bargeld. Und es klingt erstmal sehr merkwürdig. Das sind oft bibeltreue Christen. Da gibt es Reichsbürger, ich habe mir das mal angeguckt. Da gibt es Esoteriker und alle möglichen politischen Verschwörungsgläubigen. Ich habe das einfach mal gegoogelt, verschiedene Blogs gefunden. Da gibt es einen, der nennt sich Irrglaube und Wahrheit.
Und er schreibt, die Staaten und die Banken werden wohl alle Münzen und alles Papiergeld abschaffen. Sämtliche finanziellen Transaktionen laufen dann nur noch über das Zeichen des Tieres, von dem wir denken, dass es ein Bio-RFID-Chip sein wird. Es gibt eine Gruppe, die Bilderberg-Konferenzen, das gibt es ja diese Konferenz von selbsternannt wichtigen Leuten, die sich einmal im Jahr heimlich treffen und was auch immer sie da machen, wahrscheinlich unglaublich viel Bier trinken. Oder Wein. Oder bösartige Sachen besprechen. Dann können sie endlich ihr Echsengesicht zeigen. Genau, ihr Echsenmenschengesicht. Und daher schreibt als auch jemand, ich bin ja nicht gerade ein evangelikaler Christ. Doch frage ich mich, warum von diesen evangelikalen Seiten noch niemand zu bemerken scheint, dass sich die letzten Prophezeiungen der Bibel eben jetzt zu dieser Zeit wortgenau erfüllen. Wann dieses Mikroteil, in Klammern RFID-Chip, in die rechte Hand unter die Haut geimpft wird, in Klammern testweise, ist nicht mehr eine Frage von Jahren. Schritt für Schritt geht es in den bargeldlosen, gnadenlosen Überwachungsstaat. Und das steht so in der Bibel? Ja, da steht alles ganz exakt so in der Bibel. RFID auch. Es ist jedenfalls, handelt es sich um eine... Und ich habe sogar was in der FAZ gefunden. Der Autor Philipp Plickert schreibt über einen Fall in Indien, geht dann darauf ein, dass dort das Bargeld verboten werden soll und schreibt, er zitiert hier einen Wirtschaftsjournalisten und Buchautor Norbert Hering und der vermutet, dass auf höchster Ebene eine Gruppe von Bankern, Zentralbankern und Ökonomen, konkret die Group of 30, an der schrittweisen Abschaffung von Bargeld arbeite. Und dann der nächste Satz ist, konkrete Beweise dafür gibt es nicht. Dann habe ich gefunden, Bargeldverbot in der EU 2018, geheimes Treffen in London. Hier ist jemand, der feststellt, das müssten alles Juden sein und ganz viele, also es ist eine sehr unangenehme Seite, die tarnen sich aber als Deutsche und Österreicher. Es ist unser deutscher naiver Denkfehler zu meinen, dass alles deutsche Schlafschafe seien. Schlafschafe. Also dass um das Bargeld eine solche Verschwörungstheorie herrscht, das war mir nicht klar. Es gibt auch unseren eigenen Kommentator, den Don Camillo. Ach, das ist ja schön. Don Camillo schreibt, ich weiß, es kommt bald eine Zeit, in der ich von religiösen Mächten am Evangelisieren gehindert werden werde. So wie auch das Bargeld mehr und mehr abgeschafft wird, siehe Offenbarung. Ja, habe ich gesagt, gucke ich mal in die Offenbarung. Sehr gut. Was da nun steht. Ich bin gespannt. Und auch auf Gefahr hin, die Leute zu langweilen. Hier wird eine Prophezeiung zitiert. Und damit eine Prophezeiung oder irgendeine Behauptung eine Prophezeiung ist, muss die ein paar Eigenschaften erfüllen. Die Behauptung muss zutreffend sein. Sie muss vor dem eigentlichen Ereignis gemacht werden. Das Ereignis muss außergewöhnlich sein. Die Prophezeiung muss exakt sein. Die Prophezeiung darf das Ereignis nicht selber auslösen. Und die Erfüllung muss beobachtbar sein. Wenn ich eine Behauptung habe und das trifft alles ein, dann ist das interessant. Mhm. Dann ist das interessant. Ob da göttlicher Ursprung zu vermuten ist, das müsste man sich dann mal genauer angucken. Aber es rechtfertigt genaueres Angucken. Und jetzt habe ich mal geguckt, was steht denn da in der Bibel. Und zwar geht es da um die Offenbarung des Johannes, Kapitel 13, Verse 16 bis 18, die immer wieder zitiert werden. Also nochmal, wir leben in der Endzeit. Ja. Das Bargeld wird abgeschafft. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass wir in der Endzeit leben. Endzeit. Und jetzt spricht die Offenbarung über das böse Teufelstier, was da sein Ding macht. Und es, also das Teufelstier, bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf die rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verstand hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Okay, got it? Wahnsinn. Also man soll die berechnen, aber dann wird sie einem doch gesagt, besser, falls man das doch nicht schafft. Oder? Genau. Also bei allem zur Sicherheit. Vom Bargeldverbot steht da nichts. Was der Verfassung uns jetzt hier konkret mitteilen wollte, das wissen wir nicht.
das Mahlzeichen auf der rechten Hand könnte, wenn man sehr, sehr viel guten Willen anlegt und bereit ist zu spekulieren, da könnten Geldmünzen einer bestimmten Währung mit gemeint sein, aber damit wird ja wohl kaum die Abwesenheit oder das Verbot von diesen Münzen gemeint sein. Möglicherweise geht es da um die römische Währung, die damals benutzt haben. Das war beim Verfasser, waren die Römer, die wurden als Besatzungsmacht angesehen. Die waren also sehr, sehr unbeliebt. Und möglicherweise geht es darum, da war ja auch in der Regel der Kaiser, der aktuell regierende Kaiser, drauf abgebildet auf den Münzen der genau. Römer. Vielleicht geht es damit auch um das Mahlzeichen an der rechten Hand, einfach um die eisernen Ringe. Als römischer Bürger hast du einen eisernen Ring getragen, um zu zeigen, dass du Bürger warst. Ach, das ist ja cool. Und Senator hatten, glaube ich, goldene Ringe und so weiter und so fort. Die Römer hatten für die höheren Stände ganz viele Kleidungsvorschriften, also was du genau tragen, dann wurdest du berechtigt, dann noch einen Purpurstreifen in deine Toga zu machen oder dieses oder jenes. Aber für einfache Bürger und für Sklaven hatten sie das nicht. Warum, weiß man nicht genau, aber meine Vorstellung ist immer, wenn ich als Sklave morgens zum Markt zum Brötchen kaufen geschickt werde und Sklaven müssten alle blaue Hüte tragen und ich würde mich auf den Markt umgucken und feststellen, dass eigentlich alle Leute um mich herum blaue Hüte tragen, dann könnte ich auf die Idee kommen, dass wir ja viel mehr sind als die anderen. Und warum sind wir eigentlich Sklaven? Sollte man da nicht mal was gegen unternehmen? Ah ja, klar. Also hatten sie das nicht gemacht? Ja, das macht Sinn, das stimmt. Aber damit du dich trotzdem irgendwie ausweisen konntest und damit dir die entsprechende Ehre angedeihen, deines Standes angedient wurde, hatten sie halt einen eisernen Ring. Und das könnte durchaus das Mal auf der rechten Hand sein. Warum das auf der Stirn sein kann, ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß wirklich nicht, was es meint. Aber da steht nichts von Bargeldverbot, steht da jedenfalls. Ja, aber ich meine ja, das ist dieser RFID-Chip, ne? Die meinen, das Mahlzeichen auf der Hand sei, oder auf der Stirn, sei ein RFID-Chip. Aber wie kommt man von da nach da? Darauf kommt man gar nicht. Danke. Ich meine, machen wir mal einen Faktencheck. Gibt es ein Bargeldverbot? Nein. Nein. Es gibt kein Bargeldverbot. Das gibt es einfach nicht. Und zwar, es gibt immer wieder zwei Fälle, die hervorgebracht werden. Und das ist in Indien und in Schweden. Und ich habe mir das mal angeguckt. In Indien gab es kein Bargeldverbot. Was die gemacht haben, ist, die hatten 500-Rupien-Scheine, das war ein relativ großer Schein. Mhm. Und da hatten sie ein altes Design aus dem Verkehr gezogen und gegen ein neues Design ausgetauscht. Mhm. Und zwar mit einer relativ knappen Frist. Und warum haben die das gemacht? Der Schein wurde benutzt, um Schwarzgeld zu horten. Die Leute haben also zu Hause unter der Matratze diese alten Scheine. Die hatten Korruption und so weiter, da hatten sie ein Problem mit. Und die Leute haben das unter ihrer Matratze gehortet. Und durch diese knappe Umtauschfrist wollten die jetzt erreichen, dass die Leute die alle zur Bank bringen mussten. Und dann konnten die Leute an der Bank fragen, sagen Sie mal, wo haben Sie denn drei Koffer von Geld für Geld her, wenn Sie doch eigentlich von Geld her, wenn Sie eigentlich nur ein kleiner Lokalbeamter sind. Und warum ist darüber ist im Westen berichtet worden? Weil die ein Problem hatten, die haben nämlich dummerweise so wenig neue Scheine gedruckt, dass sie die nicht alle austauschen konnten. Dann kam es zu großen Protesten und diesem und jenem. Und deshalb wurde das hier überhaupt nur wahrgenommen. Mhm. Sonst wäre das nämlich einfach nur ein Technikum gewesen, was die halt da so machen. Und in Schweden, auch da, liebe Christen, kann ich euch sagen, da wird das Bargeld weder verboten noch irgendwie abgeschafft, sondern die Leute benutzen es einfach weniger, weil die Schweden nämlich gerne mit Kreditkarte bezahlen. Und da gab es vor ein paar Jahren Berichte zu und die sind dann absichtlich falsch verstanden worden. Ja. Und auch hier in Deutschland, ja, im vorletzten Sommer hat mal jemand, ich glaube, im Innenministerium vor sich hingedacht, dass es für Steuerhinterziehung oder Schwarzgeld deutlich günstiger wäre, wenn es nicht so viele große Scheine im Umlauf gäbe. Mhm, das habe ich auch gelesen. Das stimmt. Aber der ist dann auch recht schnell wieder eingefangen worden. Das ist also nirgendwo hingegangen. Genau, da ging es um die Abschaffung des 500-Euro-Scheins, ne? Und da lese ich hier auf welt.de, Bundesbank war aber gegen die Abschaffung des 500-Euro-Scheins. Das habe ich auch in der Süddeutschen damals kurz gelesen. Das war irgendwie Anfang 2016. Aber da ist ja auch nichts draus geworden. Also eine gefährliche Endzeitlage lese ich hier nicht. Aber interessanterweise auch nicht. Ist das für die Leute ein Beleg dafür, dass das wirklich so ist. Jetzt habe ich bei uns im Blog verschiedene Kommentatoren dazu gefunden. Da schreibt jemand, ich habe nicht rauskopiert, wer es ist. Wir leben in der Endzeit. Einige Prophezeiungen der Bibel werden realistisch erkennbar. Unter anderem die Bargeldabschaffung.
Einige werden die Zeichen der Zeit erkennen. Viele werden mit dem Zeitgeist mitlaufen. Und jemand anders schreibt, da habe ich, glaube ich, geschrieben, aber es gibt auch gar kein Bargeldverbot, als das angebracht wurde. Und dann schreibt die Person, ich denke, das ist so wie mit der umstrittenen Pkw-Maut. Warten wir doch einfach mal ab. Auf ein paar Jährchen kommt es jetzt doch nicht mehr drauf an. Oder zwinker, zwinker, Smiley. Hä? Mhm. Also, vielleicht kommt die Bargeldabschaffung ja irgendwann in der Zukunft. Was die machen ist, das ist ganz interessant, die benutzen nicht mehr das eingetroffene Ereignis, um damit die Korrektheit der Prophezeiung zu beweisen, sondern die benutzen die Prophezeiung, um zu garantieren, dass das Ereignis eintrifft. Das heißt, das Nicht-Eingetroffensein der Prophezeiung ist ein Zeichen für die Wahrheit der Prophezeiung. Aber das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Aber man hat recht. Und man hat einen Grund, sich zu fürchten. Ja, die Endzeit, die hoffen ja dann, ich glaube, dass der Jesus zurückkommt und wir brennen in der Hölle. Und es befördert auch so, es befördert auch so schädliche Blickweisen auf die Gesellschaft, so von wegen die da oben und wir hier unten und die Eliten und wie du auch schon gesagt hast, Bilderberg, da geht es immer um wir und die. Ne, wir Armen sollen dumm gehalten werden und auch bei Chemtrails ist das auch. Es ist immer so, irgendwelche die... Ne, die da oben, die Eliten, die weiß ich nicht, Politiker, was auch immer ins Feld geführt wird und wir Armen. Und so eine Einteilung der Welt in die und wir und oben und unten und Eliten und Volk ist natürlich unglaublich schädlich, um irgendwas zu verstehen, was wirklich um einen rum passiert und dann entsprechend zu agieren. Wenn einen jetzt in der Gesellschaft irgendwas stört und du führst alles auf einen Mechanismus zurück, der gar nicht existiert, dann kannst du dich halt auch nicht daran beteiligen, irgendwas in der Welt zu verbessern. Ne? Ja. Das finde ich halt extrem krass. Protestieren gegen Echsenmenschen wird nichts voranbringen. Eben, genau. Ich habe mir nochmal angeguckt, ein bisschen Hintergrund zur Offenbarung des Johannes, weil da steht es dann nun mal drin. Und die sagen, die ist datiert irgendwann, das ist man sich auch nicht so einig, im letzten Drittel des ersten Jahrhunderts, also irgendwie von 70 bis 95, das nach der Zeitenwende. Das haben sie sich so angeguckt, wie das so passen kann. Ich kann das nicht im Einzelnen beurteilen. Aber ein Hinweis ist, in der Apostelgeschichte, die halt älter ist, wird Rom noch als irgendwie gute Staatsmacht gesehen. Argumentiert der Paulus da mit dem römischen Bürger, ich bin Bürger des Römischen Reiches, deshalb dürft ihr mich nicht totschlagen oder was auch immer. Und so die so, ja, na gut. Mhm. Hier ist sie eine Generation später oder anderthalb Generationen später, ist das Römische Reich schon böse, das schlimme Sachen macht. Und meines Erachtens, kennt ihr Monty Python's Flying Circus? Ja. Und wenn man das guckt, das ist ja eine britische Sendung aus den späten 60ern, aus den 70er Jahren, dann ist es lustig und witzig und albern. Allerdings. Aber was sie gemacht haben, die waren sehr, sehr stark tagespolitisch. Ich war mal auf einer Veranstaltung mit John Cleese und Eric Idle und die haben das dann noch so gesagt. Die haben das also ganz kurze Zeiten, die haben die Witze geschrieben oder die Sketche geschrieben, bis das die im Fernsehen kamen. Die sind also auf tagespolitische Sachen eingegangen. Die versteht heute niemand mehr. Das stimmt. Die tagespolitischen Sachen. Und die verstehen wir so sehr nicht mehr, dass wir nicht mehr merken, dass sie da sind. Ja, okay. Die machen also ihre Scherze als Kommentare zu der Lage in Großbritannien Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre. Wir merken nicht mal, dass das da ist. Mhm. Das ist ungefähr 50 Jahre her. Nun, als Johannes der Täufer auf Patmos. Das war der andere Johannes. Also das war der Lieblingsjünger, ne? Oder wer war das jetzt, welcher Johannes? I don't know. Das ist ja auch nicht bekannt. Okay. Ich weiß auch nicht mal, ob der sich selbst Johannes nennt. Müsste man das Ding mal ganz lesen. Aber so sehr muss ich es auch nicht machen. Und das ist jetzt fast 2000 Jahre her. Und wenn der jetzt zum Beispiel tagespolitische Bemerkungen machen würde, würden wir die auch nicht mehr bemerken. Aber allerdings, ja. Und wenn man sich das jetzt zum Beispiel anguckt, wir haben ja eben von der Zahl des Tieres gehört. Und wenn man damals die damalige politische Lage etwas näher betrachtet, und zwar alles Religiöse und Mythologische weglässt, sondern nur mal guckt, was kann er denn damit gemeint haben, kommen ganz interessante Sachen raus. Wenn man zum Beispiel die hebräischen Zeichen, im Hebräischen werden ja die Buchstaben auch als Ziffern zweitverwertet. Mhm. Wenn man jetzt die Ziffern der beiden Worte für den Namen Kaiser Nero, im Hebräischen sagt man wohl Neron Caesar, addiert, erhält man die Summe 666. Das ist dieselbe Zahl, auf dieselbe Zahl kommst, wenn du nach hebräischen Regeln rechnest, aber die griechische Schreibweise zugrunde legst. Aha.
Was sie also gemacht haben, ist, die haben den Text bewusst so verfasst, dass nur Juden oder falls es halt schon Christen gab, mit Hebräischkenntnissen das durchschaut haben. Wen die da meinen. Und nicht die römischen Staatsbeamten, die in der Osthälfte des Römerreiches, wo er also saß und auf Patmos und das geschrieben hat, die kannten Griechisch, aber die konnten kein Hebräisch. Das heißt, die haben die Regeln nicht verstanden. Verstehe. Dann macht das auch Sinn, dass er sagt, es ist eine Zahl des Menschen und man kann sie ausrechnen und so. Das macht dann auf einmal ein bisschen mehr Sinn. Als genau. Wer Verstand hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn sie ist eines Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Ja, jetzt das es machen. Steht da. Ja. Liebe Verschwörungsleute, es steht da, was gemeint ist. Und das ist ja cool. Ist das jetzt, was ich jetzt erzählt habe, ist das ein Geheimnis oder esoterische Zahlenmystik? Gibt es das, das vielleicht nur bekannt unter Eingeweihten oder spezialisierten Historikern? Nein, das steht exakt so in der Wikipedia und man kann es auch nachvollziehen. Das ist so ähnlich rätselhaft, nämlich überhaupt nicht, wie wenn ich sage, an Umstand X ist jemand schuld, aber ich sage nicht wer, aber es fängt mit M an und hört mit Erkel auf. Das ist ganz genauso. Das ist ganz genauso. Und die Prophezeiungs- oder Wundergläubigen, die wollen das aber nicht verstehen. Die sagen, ja, was könnte denn ein Erkel sein? Das ist also so unfassbar schwierig. Bestimmt ist das ein sicheres Zeichen für den Weltuntergang. Ein Erkel wird kommen. Also was sie machen konnten, ist durch die sogenannte Verschlüsselung, mit den hebräischen Ziffern konnten die die verhasste Besatzungsmacht beschimpfen und auch deren Ende herbeizusehen, ohne dass sie damit mit den Behörden in Schwierigkeiten gekommen sind. Ach, das ist ja eigentlich ganz sympathisch auf einmal. Ja. Cool. So, was man noch machen kann, ist, wenn man nur den Text beguckt und man guckt sich nicht skeptisch rein und du guckst nicht historisch rein, sondern du möchtest jemand gibt dir einen Text und beschreibt dir seine Interpretation. Was eine gute Methode ist, man kann sich überlegen, wenn man nicht nur die übliche Interpretation nimmt, sondern man nimmt die gleichen Mittel, die die genutzt haben, um zu dieser Interpretation zu kommen, in diesem Fall halt, oh, das Bargeld wird verboten, und guckt, ob man zu was völlig anderem kommt. Mhm. Dann taugt die Strategie offensichtlich nicht, die Interpretationsstrategie offensichtlich nicht dazu, zu verlässlichen Ergebnissen zu kommen. Ja, das stimmt. Mhm. Und ich habe lange meditiert und gependelt. Und habe über den Text aus der Offenbarung meditiert. Und ich weiß jetzt, was das meint. Das ist nämlich völlig klar, was hier wirklich gemeint ist. Oh, ich bin gespannt. Ich auch. Das Zeichen des Tieres. Im Englischen würde man sagen, the mark of the beast. Das steht da so. Ist ja ganz, ganz klar identisch mit dem Zeichen, oder besser sollte ich sagen, mit der Marke des Teufels. Und der Teufel war ja auch die Schlange, die bei Adam und Eva im Paradies unterwegs war. Und was hat die Schlange Adam und Eva gegeben, Martina? Freiheit? Lass uns nochmal an. Was hat die Schlange Adam und Eva gegeben, Till? Verdammnis aus dem Paradies. Einen Apfel. Einen Apfel? Genau. Also ist die Marke des Tieres ein Apfel. Den wir in der rechten Hand tragen. Apple. Klingelt's? Also, hier wird in der Offenbarung des Johannes die Einführung des Apple iPhones prophezeit. Und zwar auch in Kombination mit PayPal. Ach ja, weil der sonst nicht mehr bezahlen kann, steht da. Ne? Wer Verstand hat, der kauft ein iPhone. Fantastisch. Sehr schön. Das ist wirklich beeindruckend, dass das da schon vorhergesagt wurde. Ich musste auch sehr lange weinen. Als Fazit, also die Behauptung, dass es anstehende Bargeldverbot, wie in der Bibel prophezeit, ein sicheres Zeichen für die unmittelbar bevorstehende Weltuntergangsdings da sei, das geht verstolpert über die folgenden Probleme. Es gibt überhaupt kein Bargeldverbot. Die Bibel spricht auch nicht von einem Bargeldverbot. Die vorgebrachten Stellen in der Bibel können alles Mögliche bedeuten. Alles Mögliche bedeuten. Und mit ein bisschen historischem Wissen entpuppt sich der Abschnitt als ganz leicht verklausulierte Kritik an der Politik der römischen Besatzungsmacht, die wir, weil wir die nicht im Detail kennen, vielleicht nicht mehr im Detail deuten können, was genau gemeint ist. Ja. Das ist also schon wieder fast peinlich, lächerlich einfach, dieses immer wieder vorgebrachte Verschwörungs-
Meme, diesen Gedanken, diese getuschelte These zu zerlegen. Mhm. Schön. Hier haben 20 Minuten Quellenstudium gereicht. Ich glaube, dass die Leute sich auch sowas festhalten, weil die wollen, ich glaube, die sehen sich so ein bisschen nach sowas. Sowas Großem, Schlimmen, wo man dann selber miterlebt und das ist so ein bisschen Abenteuer. Auch wenn viel dann zusammenbrechen würde, wäre man trotzdem endlich mal selber. Und dann hätte man auch endlich Grund, dass man sich ständig so selber bejammert. Ja, das ist das. Ich habe letztens noch mit einer Freundin aber über Trump gesprochen und warum das so ist. Und sie meinte halt auch, ein Aspekt könnte tatsächlich sein, eben dieses Aufregende. Es passiert halt was ganz Krasses. Irritationslüstern. Ja, so ein bisschen. Aber es passiert was Aufregendes und das kann ich mir schon, ich weiß nicht, wo das herkommt und was das soll. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass bei diesen Verschwörungstheorien, dass das auch so ein Thrill ist. Mhm. Mhm. Und ich habe es durchschaut. Ja. Die anderen nicht, und manche von den anderen Schlafschafen sind noch gar nicht mal deutsche Schlafschafe, sondern tarnen sich nur als deutsche Schlafschafe und so weiter. Ja. Da kommen noch andere psychologische Aspekte mit ins Spiel. Ja. Ja, ich habe fertig. Ja, das finde ich gut. Das finde ich sehr lustig. Working at my desk, computers on, email popping up, mother to son. Holy See in flames, clergy's lost their head, bishops on the run. The Pope is dead, the Vatican called, the Pope is on fire, the Pope is on fire, the Pope is on fire, the Vatican called, the Pope is on fire, the Pope is on fire, the Pope is on fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire, 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 fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire, 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 fire. The Vatican called, the Pope is on fire, the Pope is on fire, the Pope is on fire. The Vatican called, the Pope is on fire, the Pope is on fire, the Pope is on fire.